Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute präsentiere ich euch meine persönlichen Top 10 Attraktionen im supergeilen Phantasialand. Viel Spaß! So ihr Lieben, wir machen das heute mal so. Erstmal sage ich euch, welche Top 10 Attraktionen ich persönlich wähle. Das ist rein subjektiv, keine Frage. Und es gibt sicherlich auch die eine oder andere Attraktion, wo ich komplett gegen die Masse schwimme. Danach machen wir Folgendes. Ich habe mir mal auf der Webseite freizeitparkwelt.de, kann ich sehr empfehlen, die Seite ist aber nur eine persönliche Empfehlung von mir, keine bezahlte Werbung, bitte nicht falsch verstehen. Da kann man abstimmen über einzelne Attraktionen. Das haben viele Leute gemacht, wie bei Amazon, so 5-Sterne-Bewertung. Und dann sage ich euch mal, wie die breite Masse denkt, welche Attraktion bei denen auf Platz 1, 2, 3 und so weiter ist. Sehr interessant. Da gibt es teilweise Attraktionen, mit denen man eventuell gar nicht rechnet. Und andere Attraktionen, die ich zum Beispiel weit in die vorderen Ränge schiebe, sind weit hinten im Ranking. Ja, es wird also wie immer interessant. So, wir fangen an mit Platz Nummer 10. Da haben wir schon den ersten Ausreißer, wie ich finde, denn die meisten platzieren diese Attraktion wesentlich weiter vorne. Nur auf Platz 10 ist bei mir der Interactive Dark Ride Maus au Chocolat. Ist eine persönliche Angelegenheit. Ich bin nicht so der Freund von Dark Rides. Also toll gemacht, keine Frage. Ja, also das kann man denen ja wirklich nicht vorwerfen. Ein Maximum an Erlebnis rausgeholt. Trotzdem bin ich kein Freund von solchen Anlagen. Es gibt eine Ausnahme, Symbolica in der Efteling. Das ist, glaube ich, auch die teuerste Attraktion, die ich jemals gefahren bin. Mit 35 Millionen Euro Baukosten. Wahnsinn. Aber Maus au Chocolat, ich sage ja auch nicht, dass es eine schlechte Attraktion ist. Ich fahre es gerne einmal mit und dann habe ich es gesehen und dann reicht mir das auch. Wir machen weiter mit Platz Nummer 9. Auch da sind viele anderer Meinung. Da setze ich nämlich die beiden Spinning Coaster Winyas Fear and Force drauf. Ich bin nicht so der Freund von Spinning Coaster. Ja? Einzige Ausnahme ist Dwerrelwind im Toverland. Die Bahn finde ich richtig genial. Ansonsten muss ich die jetzt auch nicht unbedingt haben. Wobei die Winyas Achterbahn wirklich eine der besten Spinning Coaster sind, die wir hier so in der ganzen Ecke haben. Das muss man ganz klar sagen. Ja? Auch Thematisierung brauchen wir uns gar nicht zu streiten. Super gut gemacht. Die Aussicht von diesem Fahrgeschäft aus ist auch mega genial, ne? In diese Halle rein. Und ja, die ist ja auch nicht gerade klein und auch nicht gerade niedrig, so wie andere Spinning Coaster. Da geht es ja schon wirklich hoch hinaus. Also toll gemacht, keine Frage. Ist ja auch im Ranking dabei, aber mehr als Platz 9 ist bei mir leider nicht drin. Auf Platz 8 haben wir den ersten Flatride, nämlich Talukan von Huss Rides. Ein Suspended Topspin, so nennt sich dieses Fahrgeschäft. Ja, für Außenstehende ebenfalls ein Genuss, denn so ein Topspin macht ja immer richtig Spektakel. Und gerade Talukan mit seinen Feuereffekten und seiner richtig genialen Musik von Imerscore macht wirklich Laune. Ja, das Mitfahren noch besser. Man sieht erstmal im Phantasialand, was man so aus dem Topspin alles rausholen kann, thematisch. Ja, das ist ja wirklich, diese Wand ist ja wirklich mächtig. Das macht ja richtig Eindruck. Und die Fahrt ist auch richtig spaßig. Das ist so ein Fahrgeschäft, was ich jetzt in meinem Alter jetzt auch nicht in Dauerschleife fahren kann. Ne? Einmal, zweimal vielleicht, dann ist auch erstmal gut. Aber diese Topspins sind Spaßmaschinen. Wirklich richtig gut. Auf Platz 7 wird es das erste Mal nass. Wir setzen uns in RiverQuest, der Hafemar Raftingbahn. Und das ist eine Bahn mit ganzen 3 Abfahrten. Und das muss man dem Phantasialand ja erstmal nachmachen, denn die meisten Raftingbahnen haben keine einzige Abfahrt. 3 Stück. Ja, du fährst ja zu Beginn der Fahrt dann schon diesen Lift nach oben und da merkst du ja, okay, es geht jetzt ganz schön nach oben. Und wenn du dann entlassen wirst, geht es ja gleich das erste Mal steil nach unten. Richtig cool. Dann kommt irgendwann ein Strudel, da geht es dann runter. Das kennt man ja auch schon von anderen Bahnen. Und danach geht es gleich nochmal steil runter. Also wirklich genial, wirklich. Allerdings ein hoher Nässefaktor, das muss man ganz klar sagen. Ich habe mir sagen lassen, früher war die Fahrt noch nicht so ganz thematisiert. Da sah das wohl teilweise echt so aus, als ob du durch ein Parkhaus fährst mit den ganzen Betonwänden. Aber gut, alles kommt so nach und nach. Ne? Wir machen weiter mit Platz 6 und es geht auf die Attraktion Mystery Castle. Ja, ein Freifallturm, wie viele immer sagen, ist es jetzt nicht wirklich. Es ist eine Vertikalfahrt, ja, ein sogenannter Bungee Drop, so nennt sich das Fahrgeschäft. In einem Turm drin. Das heißt, Parkgäste von außen können dieses Fahrgeschäft gar nicht wahrnehmen. Ich muss aber sagen, das ist auch besser. Ja, von der Gesamtthematisierung dieses genialen Freizeitparks passt es einfach besser, wenn man dann nicht einfach so, wie sagt man, so Stahldinger aus dem Boden ragen sieht. Ja, auch ein Fahrgeschäft, wo du nur lachende Gesichter siehst, wenn die aussteigen, die Leute, und also du hörst sie da juchzen. Klasse! Auf Platz 5 wird es abermals nass. Ihr könnt es euch denken, RiverQuest kam schon, also kommt jetzt Chiapas, die Wasserbahn. Und sicherlich eine der besten Wasserbahnen
der Welt, zumindest in Europa, wie auch immer. Genial thematisiert, abwechslungsreiche Fahrt. Es ist auch fast meine Lieblingswasserbahn. Es gibt eine, die ich noch mehr mag und ich habe da mal, hi, ein provokantes Video zugemacht. Ich verlinke euch das mal. Okavango River, besser als Chiapas? Fragezeichen. Natürlich wieder ein bisschen bewusst provokativ gewählt, keine Frage. Also ist schon sehr gewagt, was ich da sage, aber ich stehe dazu. Ich habe da halt eben auch so meine persönlichen Vorlieben. Ja, ansonsten muss man ja nichts zu sagen. Die Anlage ist doch eigentlich schon jeder gefahren, der im Phantasialand war, oder? So, ihr Lieben, es geht weiter mit Platz 4. Und was fehlt denn bislang noch in dem Ranking größtenteils? Richtig, die ganzen Achterbahnen. Und deshalb sind jetzt auf Platz 4 bis Platz 1 nur noch Achterbahnen vertreten. Die Frage ist halt nur, in welcher Reihenfolge. Und auf Platz 4 sehe ich persönlich die Black Mamba, ein B&M Inverted Coaster, mit einem genialen Streckenlayout und auch hier wieder einer genialen Thematisierung, aber das ist ja Standard im Phantasialand. Strecke wirklich so, du fährst eine Kurve und manchmal wird aus dieser Kurve plötzlich eine Inversion, also eine Schraube. Und der Zug wird dann aber auch so schnell manchmal rumgerissen, es ist mega genial, also für Leute, die drauf stehen zumindest. Deine Füße rasieren den Untergrund, denkt man manchmal, so sieht's aus. Natürlich rasieren sie den Untergrund nicht, bitte nicht falsch verstehen. Aber es wird wirklich ganz viel mit dieser Optik gespielt. Es ist streng genommen auch nicht nur ein Inverted, sondern ein Terrain-Inverted Coaster. So nennt sich das Modell ganz genau genommen. Ja, vor 10 Jahren war das noch die Hauptattraktion des Parks. Ich kenne das Phantasialand ja nur gerade so in der aktuellen Version. Und damals vor 10 Jahren gab es Chiapas noch nicht, da gab es Taron noch nicht, da gab es Fly noch nicht. Ne? Also Wahnsinn, was der Park in den letzten 10 Jahren auch investieren konnte. Denn das sind ja Fahrgeschäfte, die also da kostet ja ein Fahrgeschäft schon doppelt so viel wie in anderen Parks. Weil die das halt eben so ausgiebig machen, so thematisieren und auch eine lange Fahrzeit bieten. Platz 3. Der Klassiker Colorado Adventure. Ich bin die Bahn gefahren, habe mich auch in diese Bahn verliebt. Seit 1996 steht sie dort. Michael Jackson hat sie damals persönlich eröffnet. Das war natürlich auch ein Highlight für den Park, ganz klar. Und die Fahrt ist wirklich ein Familiencoaster der Extra-Klasse. 3 Lift-Hills, dementsprechend auch 3 Abfahrten und dementsprechend eine extrem lange Fahrzeit. Das Anstehen lohnt sich da, obwohl du da auch nicht lange anstehst, denn die Abfertigung ist bei der Bahn auch richtig, richtig schnell. Toll gemacht. Also jemand, der jetzt nicht diesen großen Thrill braucht, für den ist das, glaube ich, auch die geilste Attraktion des Parks. Ne? Die wird da auch nie wegkommen. Die Leute lieben Colorado Adventure. Hat Awards gekriegt, noch und nöcher. Es ist nach wie vor, glaube ich, noch immer die beste Familienachterbahn in Europa oder sogar der Welt mal gewesen. Toll gemacht. Kommen wir zu Platz 2 und 1. Ja, ihr wisst ja, was für Bahnen fehlen. Auf Platz 2 setze ich Taron. Deutschlands beliebteste Achterbahn im Parkscout-Ranking. Jahr für Jahr immer auf dem vordersten Rang auf Platz 1 seit ihrem Bestehen 2016. Also das gefällt den Leuten richtig, richtig gut und mir natürlich auch. Ist halt nicht mein persönlicher Liebling, denn mein persönlicher Liebling ist Fly. Wisst ihr auch schon, die Thematisierung, es ist, glaube ich, das am besten thematisierte Fahrgeschäft in Deutschland. Vielleicht sogar in Europa, das weiß ich jetzt nicht. Ja? Aber Fly ist wirklich auch die Achterbahn, die mir am besten gefällt. Nicht nur im Phantasialand-Ranking, sondern auch in meinem persönlichen All-Time-Ranking ist diese Bahn bei mir auf Platz 1. Ich verlinke euch das mal, habe ich vor einem Jahr schon mal drüber gesprochen, was denn meine 10 Lieblingsattraktionen sind. Nee, Lieblingsachterbahnen sind, Entschuldigung. So, mein persönliches Ranking kennt ihr jetzt und jetzt habe ich ja gesagt, kommen wir mal zu dem Ranking, wie die breite Masse auf der Seite freizeitparkwelt.de gewertet hat. Es gibt eine neue Attraktion im Phantasialand, den Jungle Trail. Der hat noch nicht viele Bewertungen auf dieser Seite, also 3 um genau zu sein. Deshalb ist das nicht als repräsentativ anzusehen und diese Attraktion fehlt jetzt in dem Ranking. Ja, dass er mich nicht falsch versteht. Die 3 Leute, die da bislang aber abgestimmt haben, fanden diese Attraktion richtig gut. Nur mal so zur Information. Aber dabei ist sie jetzt nicht. Und wir machen es diesmal andersrum. Wir gehen jetzt nicht von Rang 10 zu 1, sondern andersrum von Rang 1 zu 10. Das ist nämlich wesentlich interessanter. Denn gerade auf den vorderen Rängen schleichen sich doch so Attraktionen ein, mit denen man vielleicht gar nicht rechnet. So. Auf Platz 1, da ist allerdings keine Überraschung für uns dabei. Taron, ganz klar, mit durchschnittlich 4,72 von 5 möglichen Punkten. Haben wir gerade schon drüber erzählt, brauchen wir nicht nochmal tun. Weiter geht's. Auf Platz 2 haben wir dann bereits die Wasserbahn Chiapas mit 4,65 Punkten im Durchschnitt. Sage ich jetzt nicht immer dazu.
Ja, ganz klar. Man darf nicht vergessen, dass hier auch Leute abstimmen, die sich in keine Achterbahn reintrauen, die halt einfach nur so die anderen Fahrgeschäfte des Parks genießen. Die meisten fahren ja dann trotzdem eine Wasserbahn oder die gehen ja auch in diese Dark Rides gerne rein, auf ein Kettenkarussell, auf die Geister-Rikscha, was weiß ich. Ne? Die genießen das richtig und der Park hat ja auch für solche Leute wirklich ein unglaublich großes Portfolio, muss man sagen. Und deshalb Chiapas ganz klar auf Platz 2. Das ist wirklich ein Allrounder der Extraklasse. Auf Platz 3, und da haben wir die für mich erste Überraschung. Ich habe sie schon weit vorne gesehen, aber so weit vorne nicht. Maus au Chocolat. Ja, 4,61 Punkte. Auf Platz 4, und damit habe ich jetzt wirklich gar nicht gerechnet, das verrückte Hotel Tartuffe. Ja, mit 4,55 Punkten. Ein extrem originelles, mit Antiquitäten versehenes, ja, Funhaus würde man im ersten Moment sagen. Ja, es ist ein Funhaus, okay. Klingt so kirmeslastig. Ne? Also das ist natürlich Phantasialand-typisch wieder unglaublich liebevoll gestaltet und gemacht. Auf Platz 5 sehen die Leute im Schnitt die Black Mamba mit 4,50 Punkten. Keine Frage, immer noch beliebt. Auf Platz 6 dann ebenfalls ein Klassiker, die Colorado Adventure mit im Schnitt 4,44 Punkten. Auf Platz 7 Mystery Castle, ja. Auch, also für einen Flatride schon eine sehr beliebte Attraktion. Ich sagte ja auch, die Leute lachen sich da kaputt in dieser Bahn und steigen immer fröhlich aus. Im Schnitt 4,42 Punkte. Also ihr seht, die liegen schon sehr, sehr dicht beieinander, die Bewertungen. Ne? Muss man ja sagen. 4,44, 4,42 jetzt. Und jetzt auf Platz 8 4,40. Jetzt kommt endlich Fly. Da war ich überrascht, dass sie doch so weit hinten liegt und doch so weit entfernt von Taron auch liegt. Ja, wie gesagt, bin ich überrascht, aber es kann ja nicht jeder meinen Geschmack haben. Ich denke mal, in das Teil traut sich auch nicht jeder rein. Und der ein oder andere bemängelt ja auch diese ungewöhnliche Sitzposition, Liegeposition, empfindet das als unangenehm. Okay, kann ich ja auch verstehen, aber ich finde sie genial. Auf Platz 9, da sind sich die Leute einig, genauso wie ich auch, Vinyas 4 in Force mit 4,38 Punkten. Und erst auf Platz 10 abgeschlagen hinten folgt dann River Quest mit 4,30 Punkten. Ja, das Teil macht halt eben auch wirklich megamäßig nass und die Wartezeiten sind hoch. Das sind so zwei Punkte, die ich auch bemängeln muss. Ja, gut, aber was willst du dran ändern? Also ich habe da jetzt auch keinen Verbesserungsvorschlag. Es ist halt, wie es ist. Ne? So, ihr Lieben, dann wollte ich noch eine Sache kurz ansprechen. Ich hatte ja vor 4 Monaten ungefähr mal ein Video hochgeladen, wo ich so eine kleine Parktour angekündigt habe. Holiday Park, Geiselwind, Tripsdrill, Plon eventuell und so weiter. Ja, hatte ich angekündigt. Ein paar Tage später ist dann meine Frau ins Krankenhaus gekommen und ich musste mir Urlaub nehmen, weil ich eben auf mein Kind betreuen musste, die Tiere betreuen musste. Gut, das kriege ich auch neben der Arbeit noch hin, aber meine Frau pflegt ja so ein bisschen ihre Großeltern und das musste ich auch übernehmen und daher ging es nicht anders, ich musste Urlaub nehmen und dieser Urlaub, den ich da genommen habe, der war eigentlich für diese kleine Parktour geplant, geht jetzt nicht mehr. Saison ist jetzt eh bald vorbei. Ja, sorry, vielleicht dann nächstes Jahr. Wo wir aber auf jeden Fall nochmal sind, nächste Woche vielleicht, müssen wir mal gucken, ein bisschen wetterabhängig, im Heidepark, wir haben eine Jahreskarte, die werden wir nochmal nutzen und wenn wir dann im Oktober am Timmendorfer Strand sind, sind wir selbstverständlich auch im Hansapark, habe ich ja gesagt. Die Herbsttage werden länger, bald kommt dann auch mal wieder der Winter und es ist dunkel draußen und ich kann dann keine Aufnahmen nach der Arbeit mehr machen, deshalb habe ich jetzt auch bald wieder die Zeit, mal Greenscreen-Videos zu machen, das Ding hochzuziehen. Und ja, ein Video wurde schon mehrfach gewünscht und kommt dann auch Angst vor Kolossos. Ja, wieder ein Anti-Angst-Video und es geht um Kolossos. Ich habe jetzt aufgrund der Parkbesuche, die ich da gemacht habe im Heidepark, genug Aufnahmen, genug Fahrerfahrung auch wieder gesammelt und kann euch das dann authentisch berichten. Ich werde euch dann auch mal zeigen, wie so ein YouTube-Vlog überhaupt entsteht. Also sprich wirklich von der Vorbereitung bis hin zum Vloggen, was für Equipment verwende ich, Videoschnitt, Bearbeitung, sowas, wo hole ich die Musiken her, die ich verwende, müssen ja copyright-free sein und wie ist dann der Upload, was muss man beachten, nehme ich euch einfach mal mit, wenn ich sowas mache und berichte, ist natürlich ein gewisser Aufwand hinter, keine Frage und es ist auch ein Kostenfaktor für mich, denn diese ganzen Gerätschaften gibt es ja leider nicht umsonst. Aber das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau. Zwingt mich ja keiner zu. Ist ja mein Hobby. So, wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen bis zum Schluss. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Video. Ciao.